Herzlich willkommen zurück zu GTA 4 und Dwayne ruft an. Hey man, did you just call me? No man, must have been someone else. Yeah, must have been. I was in the shower and I heard the phone ringing, so I thought you might have called or something. My bad. Later. Okay. Da musst du dich schon ziemlich geirrt haben, aber das Geile ist, Dwayne, stell dir vor, das ist mir auch schon passiert. Aber manchmal ist es andersrum. Also in der Regel ist es andersrum. Ich bin duschen und plötzlich hat dann doch jemand eine wichtige Nachricht geschrieben oder gar angerufen. Da kann ich logischerweise nicht dran gehen, weil ich noch nicht zu diesen Suchtis gehöre, die selbst in die Dusche ihr Smartphone mitnehmen. Beim Kacken kann ich verstehen, aber in der Dusche doch überhaupt nicht. Wasser und Smartphones vertragen sich ja auch nicht, wie ihr sicherlich wisst. Und ich kaufe mir garantiert keine sauteure Hülle, damit das funktioniert. Mein Gott, so ein Schwachsinn, echt. Also, wenn ich sowas höre, ja, ich nehme mein Smartphone mit in die Dusche. Da verliere ich... Ach egal, den Glauben an die Menschheit habe ich eh verloren. Och, Roman, was willst du? Du willst heiraten? Apart from those other ones you screw, right? No, certainly not. They were just distractions from my one true love. So what's up, mi hermano? I proposed to Mallory, Nico. She said she would marry me. Now all we need is to find you a wife, and we can also live out happily ever after. I'm working on it, cousin. There's this girl I like. She's called Kate McCreary. I'll invite her to the wedding! You don't even know her, Roman, so please, try not to embarrass me. Congratulations on the engagement. Thank you, cousin! Das ist doch auch eine schöne Nachricht. Roman ist verlobt. Ist doch schön mit Mallory. Die beiden passen auch gut zusammen. Und jetzt gucken wir mal, was der gute Bernie hat. Vielleicht kann er auch noch heiraten. Und wir auch. Du bist illegal hier und hast diese ganze Bude. Was ist denn? Sei nicht immer so jämmerlich. Enjoying your new life in the land of opportunity, Dan? This is no time for jokes, buddy. No sorry. I'm in real trouble, Nico. Real trouble. Bryce is getting blackmailed. About what? About me! Okay, that's not good. Did he find out any information about Darko Brevich yet? No, but he's working on it. You've got to help me. Got to? Huh. How? We're going to warn these bastards off. Come on! Ja, und was sollen wir jetzt tun? Go get us a car, sweetie. Oh, das ist ein schöner. Den nehmen wir. Der ist schön. Ein Turismo. Der ist doch schick, oder? Komm, den nehmen wir. Alright, Han. The meet is on Walnut Way in Northwood. Leider kein schöner Motorsound. Das kenne ich von anderen Modellen besser. Ich glaube, der Infernus klingt in diesem Spiel noch am besten. Exciting! Nothing stands in the way of love. Love is strong enough to rip down mountains and throw trucks and all that stuff. Stimmt das? Am I right? We're going to show them. Who's blackmailing you? We don't know. They won't even meet us themselves. This is just some flunky they're sending. We have to tell them to tell the boss. We won't be pushed around. No way. Keine Angst, du hast ja den Killer neben dir. Wir haben es ja schon in der ganzen Stadt einen Ruf gemacht. Wenn wir engagiert werden, kann es nicht schief gehen. Ja, Kriegsveteran sein hat auch was Gutes. Nico ist so abgehärtet, der wird echt mit allem fertig. So, was wollen diese Spastis jetzt? Ach da! Was ist? Wo ist Bryce? Wir wollten ihn sprechen, nicht diesen Red Boys. Listen, you're going to speak to your boss and tell him to back off. If that's the way you want to play it, fine.
Bryce will be all over Vizo News tomorrow morning. You know what? Maybe the best way to get a message to your boss is for me to send him your heart. Yeah, tough guy. How'd you like that? Dmitri Raskolov only asked... Oh, nee, nicht schon wieder der... ...Robert's career is over. Fucking Dmitri. Der schon wieder? Mann. Erledige die Erpresser, ja, kein Problem. Schade um das schöne Auto, in dem er sitzt. Kein Problem. Die kriegen wir schon, keine Angst. Ich muss mal den Fahrer erwischen. So, das war's. Macht so einen Scheiß nie wieder. Tschüss. Fahr Bernie zurück zu seinem Apartment. Ja, das war ja sehr leicht. Dmitri Raskolo. War auch nur eine Frage der Zeit, wann wir von dem wieder hören. Aber den knöpfen wir uns noch früh genug vor. Schade, dass er sich nicht mal wieder bei uns meldet. Dmitri is too much of a rat to go to the media himself. The information he has on Bryce is too valuable. You think it would kill Bryce if he didn't have his career? Maybe he should have thought about that when he started dating. There's anything wrong with dating you. Your choice is your choice, man. But he should have thought about who he was before getting to the career. Look after yourself, yeah? I hope Dmitri and his people back off now. Thank you so much, Nico. I'll speak to you soon. Ja, back dir ein Eis auf deinem Lob. Bewegst du dich schneller zu deiner Hütte oder soll ich dich umfahren? Ja, der Typ ist nervig. Tja, Dmitri, ich lebe auch noch und ich habe dir ja schon wieder in den Arsch getreten, genau genommen. Auch wenn der Grund dieses Mal ein anderer war. Willst du nicht bei uns anrufen und dich beschweren? Schade. Verdient hättest du es nämlich. Den Turismo, würde ich sagen, stelle ich mal oben bei Playboys Wohnung ab. Es sind viel zu schöner Wagen, um den einfach irgendwo rumstehen zu lassen. Juhu! Ja, mit solchen Wagen macht Fahren doch gleich viel mehr Spaß. Tja, Bernie hat meines Wissens aber noch eine Mission für uns. Deswegen bin ich jetzt nicht direkt zu Phil Bell gefahren. Sonst hätte ich da mal was gemacht. Es kann auch sein, dass wir jetzt erstmal eine Filmmission machen müssen, damit wir die nächste Bernie-Mission machen können. Weiß ich jetzt noch nicht. Erstmal speichern wir. Ja. Vielleicht könnten wir Nico auch nochmal neu einkleiden. Aber habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade keinen Bock. Okay, der Wagen bleibt hier stehen. Ist hier zufällig ein Taxi? Okay, da vorne ist mir gerade weggefahren. Aber hier sind massig Taxis. Nein, nicht klauen, nicht klauen, nicht klauen, nicht klauen. Perfekt. Dann erledigen wir mal eine Mission für Phil Bell und vertiefen uns wieder ein bisschen mehr in der Mafia. Denn Phil ist ja einer von Pegorinos Mitarbeitern. Vielleicht lernen wir diesen Pegorino ja auch allmählich mal kennen. Hi, Phil. What about them swingers? How's Molly? Kids? Ach, Ray ist ja auch dabei. Okay. Yeah, I gotta go. Ciao. Hey, Ray. So, who's the pal? Phil, you remember Nico? He's a good friend of mine. Can we talk? Sure, we can talk, as long as we don't talk too much. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry, the guy with the hat? No, the guy with the, you know, the bada beep bada boop. Yeah, the guy with the, and the... Yeah, that guy. Yeah. Heard. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see, that's the thing.
I kind of know what you're gonna ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now, business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you could see, I got my own issues here. Look, Nico is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours. Okay. Sure. Good to meet you. Yeah. Come here. Steck dir deine Musik in den Arsch. Have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Wanting to offload it at any price. They think it's cursed or something. Prove it is. Take it from them. It's loaded into a truck going to Franklin Street and West Dyke. Get a hold of it and give me a call. Sure. But Mr. Bell, it's going to cost you. You got it, no problem. Ja, wenn die Mafia kein Geld hat, wer denn sonst? Hey, say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Just ask it. Get the hell out of here. Every time, this motherfucker. Okay, Heroin besorgen. I'll be in touch, Nicky. Ja, okay. Ciao, Ray. Heroin. Ich weiß nicht, wann immer wir mit Heroin zu tun hatten, ist das fatal schief gegangen. Wisst ihr noch, da die Sache für Elisabetha? Vielleicht ist das ja das gleiche Heroin. Na egal, jetzt lautet erstmal unser Auftrag, es zu besorgen. Aber wie ich ja schon sagte, gutes Zeug. Derek ist schon tot, deswegen kann er damit nichts mehr anfangen. Die Triaden, okay, also die Triaden sind sozusagen umgangssprachlich die chinesische Mafia. Haben wir die auch noch als Feinde dann oder was? Weil die werden es garantiert nicht freuen, wenn wir ihnen das Heroin kostenlos abnehmen wollen. Ui, schicke Räder, Junge. Schöne Felgen. Mann, ist das noch sehr weit? Dieses verwinkelte Alderney ist echt schrecklich. Ja, schon wieder rechts. Haben wir es da mal bald? Das ist ja unfassbar. Ah, hier. Wo soll es jetzt sein? Oder müssen wir wieder nur beobachten, bis die kommen, oder was? Ah, okay. Doch Überfall. Da drin ist wohl das Heroin. Aber so eine ganze Ladung voll? Das glaube ich kaum, dass die das hier einfach mal rumfahren. Ja, sieht mir sehr nach den Triaden aus. Überfallen wir sie mal. Klau den Truck. Attacke! Schade, warum muss ich nachladen? So, komm. Kratzt doch alle ab, ihr. Ja, die haben doch gar keine Chance. Will noch jemand? Ja, ich glaube, das haben wir den. So, das ist für dich. So, komm, verreck doch einfach. Scheiße! Der will abhauen. Hey! Hey! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Renn schneller, Nico! Ei. Arbeitet sich zur Vorderseite des Trucks vor. Komm, hoch mit dir, Nico! Hoch mit dir! Ei. Alter Falter! Ja, ich auch nicht, aber komm, hoch mit dir.
Eieieiei. Ja, das frage ich mich auch. Nein, nicht runterfliegen. Eieiei, Nico, was? Eieiei. Mann. Los, hoch mit dir, Nico. Wir haben es gleich. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Yeah. Tschüss. Der wäre erledigt. Alter, was ist denn für eine Scheißmusik, die er anhat. Phil, wir haben unter höchstem Einsatz unseres Lebens das Heroin. Fahrzeug zur alten Villa, okay. Wer zur Hölle verschenkt denn als Hochzeitsgeschenk Heroin? Alter! Aber naja gut, es bringt sehr viel Geld, wenn man es verkauft. Ich glaube nicht, dass er es zum Eigenkonsum benutzt. Naja. Mann, das war echt gefährlich. Und jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Rüstung kaufen. Wir sind jetzt die letzten Missionen ohne ausgekommen, aber kaum arbeiten wir wieder für die Mafia, geht's ziemlich hoch her. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier, ihr habt ihr euer scheiß Heroin. Hey, you Frankie? Your uncle asked me to give you this wedding present. You're a lucky guy. I don't know about that. I gotta sit on this stuff until Phil gets over his paranoia and we could ship it. Meantime, I gotta pack it into some cars that go faster than this thing. Sounds like a fun honeymoon. Later on. Honeymoon. Ist ja auch ein geiler Name für Flitterwochen. So, wie hoch ist die Bezahlung? Das war echt gefährlich. 11.000, ja okay. Was haben wir hier? Eine schöne Sanchez. Die können wir auch perfekt benutzen, um zur Bude zu kommen. Nochmal in der Zeit Phil anrufen. Your nephew's got his wedding present. Nicely done. He's a good kid. He deserves something special. Hopefully he'll look after it. Nico, you looking for more work? I'm always looking to earn a bit of extra cash. Great. I know a guy who needs a man like you. Only operates on an outside line. Go to the payphone on the corner of Petullo and Hartman. No point. Okay, haben wir auch auf dem Radar markiert. Ich wollte schon Revier markiert sagen. werde ich aber nicht machen. Oh Gott, Monsterstand ist mir hier viel zu gefährlich bei den geringen Leben. Das Letzte, was ich jetzt will, ist abkratzen. Wir fahren möglichst langweilig und konspirativ nach Hause. Kommen wir hier durch? Nein, natürlich nicht. War ja klar. Wilson, haben wir sonst keinen Auftraggeber mehr? Ist noch ein bisschen langweilig ohne Arbeit. Okay, Bernie. Nico, ich bekomme eine Panikattacke. Triff mich am Pier in 45. Love, Bernie. Machen wir, aber vorher speichern wir. Wir haben nämlich bei diesem Job einiges abbekommen und müssen mal Leben heilen. Normal machen will ich das auch nicht. Für den Fall, dass jetzt die Bernie-Mission schief geht. Das Motorrad lassen wir stehen. Das ist schick. Und dann können wir unserem Typen auch ein bisschen helfen. Und Phil hat wahrscheinlich danach auch noch Aufträge für uns. So, safe bitte. Damit die Wunden heilen können. Ich glaube, dann muss ich offscreen nochmal die Waffen kaufen. Ah, Phil. Was willst du? I told Jimmy P about you. He wants to meet you. Has he got work? Yeah. He's got stuff that needs doing. Head over to his house off of Beaverhead in Westside. Okay, wir haben einen neuen Auftraggeber, Pegorino, also Jimmy Pegorino. Das ist der Big Boss von Bell und Co.
Den besuchen wir allerdings erst später. Ich möchte jetzt erstmal die Bernie-Mission machen. Pegorino ist quasi der Schlimmste von ihnen. Was? Junge? Kannst du mich nicht noch weiter ranbringen? Ja gut, muss ich halt ein bisschen laufen, sei es drum. Noch eine Nachricht von Bell. Nico, zieh ein paar respektable Klamotten fürs Treffen mit Jimmy an. Anzug, Krawatte, Schuhe, das volle Programm. Phil. Okay, dann werden wir uns nachher auch nochmal umziehen müssen, wenn wir ihn treffen. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich habe ja noch einen guten Anzug im Schrank von Perseus. Das müsste ihm ja reichen. Ob der Kerl selber Anzug trägt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber jetzt können wir uns erstmal um. Ach so. Spätabends ist er natürlich nicht hier, muss die Tucke schlafen und sich in Bordellen die Zeit vertreiben. Ja, ich werde beim nächsten Mal vorsichtiger sein. Okay, dann mache ich, glaube ich, in diesem Part keine Mission mehr und werde mich wirklich nur komplett aufrüsten. Weil die Pegorino-Missionen sind meiner Erfahrung nach auch immer recht langwierig. Kannst du auch mal schneller rennen? Bist du schon erschöpft oder was? Schnappen wir uns einfach hier so einen schicken Wagen, der hier steht. Der hier ist doch ganz nett. Zack. Fahren zum Waffenladen und, naja. Vielleicht halten wir doch nochmal kurz beim Perseus, wenn hier einer näher ist. Okay, der Perseus ist hier sogar in der Nähe. Das ist sehr schön. Dann kaufe ich vielleicht nochmal einen neuen Anzug. Wir haben ja das Geld. Wir müssen ja mal ein bisschen was ausgeben, nicht wahr? Ui, was für ein Scheiß-Handling. Das kotzt mich so an, diese Wagensteuerung. Es ist... Brucey, was willst du? Ja, natürlich. Ja, es ist positiv. He's not going anywhere. Him and Mallory are only getting married. We all have to settle down sometime. Also ich nicht. I'm getting old? I got the abs of a 17-year-old gymnast and the forehead of a toddler baby. Brucey don't need to settle down just yet. Sure, sure. Enjoy all that extra pussy then, Brucey. I'll see you around. Ja, da können wir uns auch drauf freuen. So, okay, da haben wir genug Munition. Davon kaufen wir uns auch mal ein bisschen ein. So, Schutzweste, ganz wichtig. Ist ein Triadenhändler, ist ja auch interessant. Schrotflinten haben wir noch nie gebraucht. Die Waffe ist kacke. Ui, können wir auch kaufen. Ist recht teuer, aber scheiße, wir brauchen die Kohle ja sowieso nicht. Ja, das war's. Fahre ich jetzt noch zum Perseus und kaufe einen neuen Anzug, denn ich glaube, der hat keine Ladenöffnungszeiten. Geschäfte kann man hier jederzeit besuchen. Der war auch hier ein bisschen weiter. Oder wo ist denn der? Oder ist er doch geschlossen? Dimitri, hallo! What do you want, Dimitri? I always thought that there was something not quite right about you, Nico. Now that I hear you are friends with Bryce Dawkins and Bernie Crane, I know what it is. Stop blackmailing my friends, Dimitri. You do not want to anger me more. Persuade them to give up the contracts. We can work together. I will cut you in, Nico. Wir beide? Nee. I made the mistake of working with you before. It's not one I'll repeat. Goodbye. Okay, ist ein ziemlich scheinheiliges Angebot. Okay, den Charcoal Blumenhemd. Besitze ich alles schon? Ash, was war das nochmal? Oh, der ist eigentlich auch ganz schick. Den kaufe ich einfach mal, damit wir ihn einfach haben. Was haben wir hier? Jo, den nehme ich auch. Was haben wir hier? Jo. Ich kaufe einfach mal alles hier auf. Meinetwegen auch die hässlichen braunen Dinger. Obsidian. Ja.
Tschüss. Mein Gott, come back and see me again. Voll schwul irgendwie. So, aber wenn wir die Bernie Crane Mission machen wollen, dann würde ich sagen, speichern wir mal wieder in Algonquin. In Romans Bude. Vorsicht, Polizei. Ich hab keinen Bock, mit denen zusammenzustoßen. Ja, alles ist doch gar nicht das große Problem. Wir sind doch im Moment reich. Wir haben im Moment viele Aufträge, die sehr gut bezahlt werden. Besser geht's doch gar nicht. Ja, hier ist wieder diese beknackte Baustelle, die der Entwickler eingebaut hat, um die Spieler zu schikanieren. Aber irgendwie, ja, wir kommen da schon durch. Das ist alles nicht das große Problem. Ey. Diese kleinen, fiesen Stangen hier. Schön unauffällig, ne? Es ist genau wie mit dem kleinen Zeh. Den hat, wer auch immer die menschliche Evolution zu verantworten hat. Ob jetzt irgendein Gott oder so, woran ich nicht glaube. Aber der kleine Zeh, der ist doch sadistische Quälerei. Den braucht keine Sau. Der ist nur dafür gemacht worden, um die Menschen zu ärgern. Damit man ihn sich schön stoßen kann. Dankeschön. Genau so ist das. Eieiei. Ich fahre mal wieder richtig genial. Ja, einmal speichern, dann dürften wir es wieder können. Wir hätten nur hier zum Perseus gehen sollen, aber scheiß drauf, die Filialen sind eh alle gleich. Also ihr seht, wir haben jetzt wieder, selbst beim teuersten Laden zahlt man nie mehr als maximal $1000 pro Anzug. Und im Verhältnis, also zum Geld, das wir besitzen, ist das absolut schwachsinnig. Also, ne. Surfen wir noch ein bisschen im Internet. 8 Mails. Okay. Lucy, ja, okay. Ach, du und deine Muskeln, ey. Francis. Ja. Mr. Fackler, love me. Ab. Weg. 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 Hochzeitsglocken. Ja, der will heiraten. Ja, Lucy. Großverbrechen tötet. Blutiges Attentat. Alter, die Presse veröffentlicht ein Foto mit einem Toten. Alter. Alter. Die Amis sind ja hart, ey. Wenn das wirklich so wahr ist, dass es üblich ist, Leichen in Zeitungen zu zeigen, also unzensiert, dann wäre ich aber echt überrascht. Dann, naja. Echt krass, die Amis. So, und jetzt können wir aber die Burnie-Mission machen, oder? Wie viel Uhr haben wir? Ja, das reicht. Nehmen wir jetzt einfach ein Taxi, um dahin zu fahren. Ich habe keinen Bock, nach Hause zu tuckern. Ach ja, Amerika ist ein schönes Land. So, Kumpel. Ich möchte zur größten Tucke der Stadt, genannt Bernie Crane. Schicke Mucke, aber kann ich hier aus urheberrechtlichen Gründen nicht spielen lassen. Hacky, was willst du? Ja, das ist traurig. There isn't any good way to go, though, is there? I guess not. Gerald got arrested, too. Oh. They got him in the Albany State Correctional Facility. They took Jerry down? Don't worry, he's always being hauled in, but the charges don't stick. Come to Derek's funeral. It'd mean a lot to the family. It's today at the church in Suffolk. I'll stop by, man. I'll see you there. Remember to wear a suit, Nico. Keine Angst, zum Glück haben wir einen gekauft. Oh, jetzt müssen wir zur Kirche gehen, um den beschissenen Derek zu betrauern? Das ist doch nicht euer Ernst. Könnt ihr mir wenigstens eine Missionsanweisung hin... Ach, Kate, ja. Hi, Nico. Hey, Kate. I'm sorry to hear about your brother. Yeah. I didn't really know Derek that well. I remember looking up to him as a kid. He had a dream back then. He was inspired. The Derek that came back to Liberty City was broken. He probably wanted to die. Yeah.
It still has to be hard for you. It's hard for my mom. I'm trying to be there for her. Are you going to be at the funeral? Sure. I'll see you there, Kate. Goodbye. Begib dich in die Kirche und nimm an der Beerdigung teil. Ja, okay. Raus mit euch. Tut mir leid, dass ich euch mitnehmen muss. Ich muss zu einer Beerdigung. Geht ganz schnell. Ihr kriegt den Wagen in einem heilen Zustand zurück. Oh, seid ihr ein bisschen ängstlich? Ja, das macht nichts. Na, das kann bei meinem Fahrstil durchaus mal passieren. Ich verzeihe es euch. Nicht schreien. Ich hab... What? Okay, das war krass. Schrei, wenn es das letzte ist. Oh Gott, ey, dieses Lied von Tokyo Hotel. Ey. Ganz fürchterlich. Hat offiziell damals niemand gehört und trotzdem waren sie so erfolgreich. Wie kommt das? Kann mir das irgendjemand aus meiner Generation nochmal erklären? Damals, als Tokyo Hotel in Anführungszeichen in war, hat es jeder geleugnet, dass er es hört. Warum waren sie dann trotzdem erfolgreich? Könnt ihr mir das mal sagen? Rest in peace, Derek. Ich glaube, wir erwähnen besser nicht, dass wir ihn erschossen haben. That is why God put us on earth and not in heaven. The trials of humanity were sometimes too much for him to bear, but he was a committed family man and a man of beliefs. God asks us to show. Hält Peggy die Rede? Ach, scheiß auf den Katholizismus, ey. So ein Schwachsinnig. Nee, es ist doch der Pastor, das ist Peggy. Er sah Peggy echt ähnlich. Amen. Oh, die Mutter ist aber traurig wegen Derek. Das tut mir echt leid. I'm sorry for your loss. I'm not. I'm sorry for Ma. I gave up on my brothers a long time ago. Bist ja eine tolle Schwester. Sag bloß, die wollen hier Stress machen. Okay, Peggy, wir mischen die ein bisschen auf. Ist ja unfassbar. Bei einer Beerdigung Albaner. Das werdet ihr noch bereuen. Attacke! Unfassbar, diese Drecksäcke hier. Ja, als ob so ein paar Kack-Albaner eine Chance gegen uns hätten. Feuer! Ist ja unfassbar, ey. Da fällt mir ein, was haltet ihr von sowas? Hahaha! Genau, verschwindet schnell von hier. Okay, Nico, time to get out of here. But I ain't leaving my poor dead brother to the mercy of them animals. Hört auf, hier rumzuschießen, ey. Scheiß Bullen. Fahr Peggy und den Leichen. Die haben noch mehr? Hier, viel Spaß beim Sterben. Hä, mein Gott, wie respektlos, echt. Unfassbar. Was wollen diese albanischen Kackwichser eigentlich von uns? Die haben mir nichts getan. Die haben mir nur ein bisschen Ärger mit den Ancelottis eingehandelt, aber das war Jerrys Schuld. Ist das ein Verfolger oder ist das ein normales Auto? Ich weiß gerade nicht. Ah, natürlich spawnen da jetzt. Ciao, Arsch. Wir müssen aufpassen, dass der Sarg nicht rausfliegt. Fahren wir nicht so Schlangenlinien. Besoffen fahren ist verboten. Müsstest du als Taxifahrer wissen. Boah.
Ach, das ist noch ein Verfolger, aber naja, er hat keine Schützen mehr. Dementsprechend ist er für uns nicht so ernst zu nehmen. Mein Gott, was fahrt ihr denn alle hier für einen Scheiß? Das ist doch wohl nicht zu fassen. Mann, Autofahren ist nicht so schwer. Falls ihr es nicht wisst, welcher Prüfer hat euch den Führerschein damals gegeben? Mann, oh Mann. Jeder Fahranfänger, den ich gesehen habe, hier fuhr besser als ihr. Sogar ich. Und selbst ich habe mich beim ersten Mal ziemlich dumm angestellt. Behaupte ich von mir. Mein Fahrlehrer sagt, doch, ich war sehr gut. Zwar nicht überdurchschnittlich, aber ich war gut. Ich von mir behaupte, dass ich der größte Versager gewesen bin. Aber, ach komm, ja, Polizei, weg. Wir haben einen Toten zu bestatten. Ach, ist der Kerl immer noch da? Ich kann dummerweise nicht auf den schießen, weil sonst werden wir wieder gesucht. Können wir den nicht auch so abhängen? Wir sind jetzt so schnell. Der verfolgt uns immer noch. Ich fasse es nicht. Den müssen wir doch mal abhängen. So. Derek was alive, he'd need a shitload of horse to deal with the stress of this situation. If Derek was alive, he wouldn't be in this situation. Yeah. That's a valid point, Nico. Who knows what sort of situation we'd be in. Gib Gas, gib Gas, sie dürfen uns nicht sehen. Derek needed a good dose of smack to cope with most of the situations that life threw at him, though. You gotta admit that. We all have our ways of coping, Peggy. That was Derek's. He had the hard life. He's having a hard death, too, if this is anything to go by. I never knew it was so difficult to put a body in the ground. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Is that what you suggest we do with your brother? You're a sick man, Nico. I'd fucking slap you if I didn't love you so much. It's only consecrated ground. Egal, hört nur, hör auf rumzulabern. Fucking here, let's bury this bastard. Wow, hast ja eine gute nette Meinung über deinen verstorbenen Bruder. Here lies Derek McWeary. Wave on his shot dead. Ja, wir haben ihn erschossen. Weil Francis es so befohlen hat. Bisschen scheinheilig. Thanks, Nico. What for? Derek never had many friends. He sort of lived in his own head. It means a lot. You coming here and helping this messed up family of mine? I did not come for Derek. I came for you and Packy. Like I said, thanks. Give me a call sometime, Nico. Nö, hab ich keinen Bock. Ui, das Auto ist ja wieder heil. Da, 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 da. Ja, das lief doch ganz gut. Ich beende hier den Part und wir machen dann in der nächsten Mission die Bernie-Mission. Bis dahin, ciao.